Viele unserer Mitbürger mit Migrationshintergrund kommen aus Anatolien. Von den Deutschen werden sie gerne als die Türken bezeichnet. Aber warum? Und stimmt das überhaupt? Kann man alle über einen Kamm scheren? Wir sind nach Ostanatolien gereist, um der Sache auf den Grund zu gehen. Also wenn man aus Westeuropa nach Dersim will, macht man das heute mit dem Flugzeug und kommt nach Ellerse, wo wir uns jetzt auch gerade befinden. Auf der Busfahrt von Ellerse nach Tunceli werden wir überrascht von einer auf den ersten Blick zauberhaften Natur mit tiefblauen Stauseen, aus denen mittendrin wie Mahnmale Ruinen als Zeitzeugen einer einstigen Kultur herausragen. Einer Zeit, bevor bewohnte Täler geflutet wurden und eine neue Landschaft formten. Ziel der türkischen Republik unter Führung Mustafa Kemal Atatürk war die Schaffung eines vermeintlich homogenen türkischen Staatsvolkes. Ungeachtet seiner Minderheiten, deren historische Hinterlassenschaften bewusst geopfert wurden. Auf den Spuren armenischer Besiedlung besuchen wir Vang. Dieses armenisch-alevitische Dorf an den Hängen des Munzur-Tals wurde seit 1934 trotz mehrfachen Wiederaufbaus durch seine Bewohner immer wieder durch den türkischen Staat zerstört. Mehmet Gülmez, Generalsekretär der Föderation der Dersim-Gemeinden, erzählt aus der Geschichte dieses Dorfes. Wir stehen hier an der Stelle einer einstigen Kirche und der Name dieses Dorfes ist Vang. Unsere Eltern sagen, dass dieser Name in der armenischen Sprache Bank bedeutet. In dieser Kirche gab es also eine Bankkasse, in der das Gold und die Wertgegenstände dieses Dorfes verwahrt wurden. Bis 1936 war diese Kirche intakt, mit einem Pfarrer und seiner Familie. Im selben Jahr, ich glaube, es war eines Abends im November, griffen türkische Soldaten das Dorf an. Sie raubten die Wertgegenstände, das Gold und das Geld, alles, was sich in dieser Kasse befand. Und sie zerstörten anschließend die Kirche. Den Anstoß zum Dersim-Genozid gab der Gründer der türkischen Republik, Mustafa Kemal Atatürk, in seiner Parlamentseröffnungsrede im Jahre 1936. Wenn es etwas Wichtiges in unseren inneren Angelegenheiten gibt, dann ist es nur die Dersim-Angelegenheit. Um diese Narbe, diesen furchtbaren Eiter in unserem Inneren samt der Wurzel anzupacken und zu säubern, müssen wir alles unternehmen. Egal, was es koste. Und die Regierung muss mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet werden, damit sie die dringend erforderlichen Entscheidungen treffen kann. In einem geheimen Ministerratsbeschluss wurde dann am 4. Mai 1937 der Genozid an den Dersimer Aleviten beschlossen. In seinen Memoiren schrieb der türkische Soldat Demirtas aus Kars, der in Dersim 1937 bis 38 als Kavallerist im Völkermord aktiv war. Wir sammelten die Dorfbewohner in Dersim und sagten ihnen, wir werden euch retten. Wir brachten sie an die Ufer der Flüsse oder andere geeignete Orte. Danach erschossen wir sie mit unseren Maschinengewehren. Wir töteten sie alle, Frauen, Kinder, Säuglinge, Greise und Jugendliche. Unsere Offiziere forderten von uns, tötet alle Aleviten, lasst keinen am Leben. Es war damals wichtig, einen Aleviten zu töten, sein Gold an sich zu nehmen, im Wohlstand zu leben und direkt in das Paradies einzugehen. In vielen Dörfern sind wir nach diesem Muster vorgegangen. Wir vom Dersim-Förderverein haben in Dersim, heute Tunceli, ein Büro für das Oral History-Projekt eingerichtet. Das Oral History-Projekt Dersim 3738 wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, das Vakuum an Wissen um die Ereignisse von 1937-38 zu füllen
um die Berichte der Überlebenden und ihrer Kinder an zukünftige Generationen weiterzugeben. Wichtigstes Ziel dieser Arbeit ist es, mit den Menschen, welche die Massaker und die Verbannung überlebt haben und die heute noch am Leben sind, Gespräche zu führen. Viele von ihnen leben in Deutschland. Aber diese Arbeit sieht sich einem Zeitproblem ausgesetzt. Wir haben nicht den Luxus des Wartens. Die Menschen dieser Generation, welche dieses Leid durchgemacht haben, sterben einer nach dem anderen. Jeder Zeitzeuge ist eine Bibliothek. Wir brauchen schnelle finanzielle Hilfe für dieses große historische Projekt. Es beschränkt sich nicht nur auf Gespräche mit den Zeitzeugen, sondern es werden auch Gespräche mit den nachfolgenden Generationen geführt. Und die Ergebnisse dieser Arbeit werden wissenschaftlich aufbereitet in einem Dokumentationszentrum, das den nachfolgenden Generationen zur Verfügung steht. Seit dem Jahr 2000 findet gegen den anfänglichen Widerstand des türkischen Staates jeden Sommer das Munzur Kulturfestival statt. Initiiert von Dersimer Vereinen in Deutschland und der Türkei. In Kooperation mit dem damaligen Bürgermeister der CHP in Tunceli sollte der Dersimer Kultur eine neue Plattform zur Wahrung der eigenen Identität gegeben werden. Der Fluss, der diesen Landstrich prägt, ist der Munzur. Er entspringt in den Bergen des Dersim, die bis auf über 3000 Meter reichen. Seinen Namen trägt der Fluss einer Sage nach von dem Hirten Munzur Baba, der an der heutigen Quelle Milch vergoss und so diesen Fluss sprudeln ließ. Die Quellen sind ein heiliger Ort, der neben einer religiösen Bedeutung für die Aleviten auch einen hohen Naherholungswert für die Bewohner der Region besitzt. 1971 wurde diese Region zum Nationalpark erklärt. Es ist der größte und der artenreichste der Türkei. Der Munzur-Nationalpark ist die Heimat von Bären und Wölfen, Luchsen, Steinböcken, Schakalen und zahlreichen weiteren seltenen Tierarten. Er bietet eine reiche Vogelwelt und eine Fauna mit über 1500 verschiedenen Pflanzen auf einer Fläche von mehr als 420 Quadratkilometern. Seit ca. 60 Jahren setzt die Türkei das GAP um, das Programm zum Staudammbau in Anatolien. Dieses energiepolitische Großprojekt folgt ausschließlich wirtschaftlichen und geostrategischen Interessen. Die Folgen sind die Vertreibung von Hunderttausenden von Bürgern der Region, von Kurden und anderen Ethnien. Diese Staudammprojekte sind auch Ausdruck eines Kulturkampfes. Es ist der Kampf einer Mehrheit gegen eine religiöse Minderheit, die Aleviten. Einer Glaubensrichtung, die die sunnitische Türkei und vor ihr das Osmanische Reich nie vollständig akzeptierten. Grundlehre des alevitischen Glaubens ist es, Liebe, Gerechtigkeit und Frieden in der Familie und in der Gemeinschaft zu verbreiten und zu stärken. Das heißt wiederum, Konflikte zu schlichten, die Menschen einander näher zu bringen und sie zu versöhnen, sie nicht auszugrenzen, sie nicht zu benachteiligen. In der alevitischen Religion sind alle Menschen gleich und gleichwertig. Die Aleviten unterscheiden sich in vielem von den in der Türkei dominierenden Sunniten. Frauen und Männer beten gemeinsam in Gebetshäusern, den sogenannten Schemhäusern. Moscheen, die Wallfahrt nach Mekka und die fünf Säulen des Islam spielen bei ihnen keine Rolle. Aleviten verehren die Quellen des Munzur und andere heilige Orte. An zahlreichen Quellen findet man sogenannte Wunschbäume. Die kleinen Stofffetzen stehen für die Wünsche der Gläubigen. Im Dersim leben die Traditionen noch heute fort, selbst unter jenen, die ihre Heimat im Ausland gefunden haben und die Heimat ihrer Väter besuchen. Traditionelles Schächten wird genauso praktiziert wie prunkvolle Hochzeiten, zu denen Familien an diesem Ort wieder zusammenfinden.
Vergessen wir nicht, die Dersimer sind trotz aller Traditionspflege türkische Bürger und trotzdem schutzlos im eigenen Staat. Und das hat eine schreckliche Tradition. Sowohl im Osmanischen Reich wie auch in der Türkischen Republik. Alle Aktivitäten des Staates und besonders des Militärs zielten darauf, die Menschen aus dem Dersim zu vertreiben. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Bevölkerung deswegen drastisch verringert. Von über 150.000 auf 60.000. Während die türkische Gesamtbevölkerung ständig steigt. Mit dem Militärputsch von 1980 begann die letzte und große Welle der Vertreibung durch die gezielte Zerstörung der Existenz der noch Dagebliebenen. Hunderte Dörfer wurden zerstört, die Bewohner getötet und vertrieben. Unter dem Vorwand der PKK-Bekämpfung findet diese Vertreibung kein Ende. Aufgrund dieses existenziellen Drucks entschieden sich viele Dersimer, das Land zu verlassen. Die meisten davon kamen in die Bundesrepublik. Schätzungsweise leben nun 150.000 bis 200.000 Dersimer Aleviten in Europa, die meisten in Deutschland. Inzwischen ist eine neue, junge Generation von Dersimern in Deutschland geboren. Sie sind deutsche Staatsbürger, haben einen hohen Bildungsstand und sind gut integriert. Die Dersimer in Deutschland haben vor ca. 20 Jahren in den Ballungsräumen Berlin und dem Ruhrgebiet eigenständige Dersim-Gemeinden gegründet, die vor allem der Wahrung der kulturellen Identität dienen. Sie sind ein Beispiel für die positive Integration, gemeinnützig, friedlich und weltoffen. Sie bieten ihren Mitgliedern Deutschkurse, Beratung, Jugend- und interkulturelle Arbeit, Kindertheater und vieles mehr an. Vor 5 Jahren bildeten die Gemeinden einen Dachverband, die Föderation der Dersim-Gemeinden in Europa e.V. Ihr Schwerpunkt liegt auf politischen Aktivitäten in Deutschland und der Türkei. Dazu gehören Podiumsdiskussionen, wissenschaftliche Konferenzen, Verhandlungen und das mutige Eintreten gegen das Vergessen. Am 15. November 2009 erinnerte die FDG mit einer Kundgebung vor Ort in Ellerse an die Hinrichtungen alevitischer Anführer im Jahre 1937. Sie solidarisieren sich aber auch mit anderen ethnischen religiösen Minderheiten. Beispiele sind Initiativen anlässlich der Ermordung des armenischen Journalisten Hiran Dilk oder für das Kloster Mor Gabriel. Für sich selbst fordern die Dersimer die Beachtung fundamentaler Menschenrechte, besonders in der Türkei. Dazu gehören wissenschaftliche Aufarbeitung und Dokumentation der historischen Ereignisse, eine Kultur des Gedenkens, die Umsetzung der UN-Konvention zur Wahrung der kulturellen Identität und das Recht auf Rückkehr und Entschädigung. Als jährlicher Höhepunkt ihrer kulturellen Aktivitäten findet seit Jahren in Deutschland das Dersim Kulturfestival statt. Hierzu treffen sich bis zu 10.000 junge Dersimer, um gemeinsam und mit vielen Gästen zu feiern.